Hi Friends, einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute geht es um Cola. Ja, ihr seht richtig, ich sehe aus wie eine kleine Cola-Dose. Mehr oder weniger. Eine Hand ist wieder mit Nagellack, damit das ganze Thema passt. I know. Manche lieben es, manche hassen es. Ich bin mir unsicher, aber ich teste gerade einen Nagellack für euch. Seht ihr dann bei Instagram. Egal, Freunde, ich bin ganz aufgeregt, denn Morphe hat, Überraschung, eine neue Kollektion rausgebracht. Und da kommt gleich wieder eine, also wahrscheinlich nächste Woche seht ihr die, mit Maddie Ziegler. Jetzt geht es aber erstmal um Cola. Und ich finde die Kollektion ehrlich gesagt eine der schönsten Kollektionen, die Morphe rausgebracht hat, weil das Thema einfach passt. Und ich möchte mit euch heute ein paar Produkte testen. Wir werden nicht alle testen, denn ich habe mich entschieden, dass ich mittlerweile mindestens 20% eines jeden PR-Pakets direkt an euch gebe. Ich zeige euch die Produkte aber. Freunde, falls ihr hier neu seid und noch nicht Teil der Giacomo Army seid, würde ich mich freuen, wenn ihr den Kanal abonniert. Und Freunde, ja, womit fangen wir an? Ich glaube, ich zeige euch erstmal so ein paar Produkte, was es alles gibt. Wir haben lose Highlighter in drei verschiedenen Farben. Wir haben eine Lidschattenpalette. Wir haben ein Pinselset, was ich nicht benutzen werde. Das geht direkt in die Verlosung, weil ich habe so viele Pinsel mittlerweile hier. Aber die Pinsel sehen wirklich, wirklich gut aus. Ich zeige es euch auch gleich. Dann haben wir Make-up-Sponges in Schwarz und in Rot. Auch sehr schön. Ich liebe das Packaging von der kompletten Kollektion. First Impression, Packaging, top. Ich mag allerdings die Morphe-Schwämme nicht. Ich habe meine speziellen Schwämme. Ich benutze am allerliebsten den Luvia-Schwamm. Ich mag die nicht so gerne, deswegen kommen auch die in eine Verlosung. Ich wollte es euch aber nur einmal gezeigt haben. Manche mögen die Schwämme, manche mögen sie nicht. Dann haben wir vier verschiedene Lipglosse von durchsichtig mit so ein bisschen Goldgrün, ein Nude-Ton, ein krasses Rot und ein Braun. Und das sieht literally aus wie Cola. Und ja, Freunde, ich glaube, wir fangen mit dem Highlighter an. Ich werde einen testen mit euch, und zwar die hellste Farbe. Die anderen zwei kann ich persönlich einfach selber nicht benutzen. Ich sammle auch ein paar Produkte, die für meine Hautfarbe nicht passen, und das wird dann eine spezielle Verlosung. Aber in dem Töpfchen sind 3,6 Gramm Produkt drin, und das ist die Farbe Bubbly Babe. Dann haben wir noch die Farbe Pop It, und wir haben so einen etwas rötlicheren, das ist die Farbe Surf Sparkling. Ich bin gespannt. Ich bin nicht so der größte Freund von losen Highlightern, weil ich finde, es geht schnell in die Hose. Und das Ganze kommt in so einem durchsichtigen Töpfchen. Und ich nehme meinen Highlighter-Brush von Letizia und klopfe einmal gut ab. Okay. Wenn man nur ganz leicht reingeht, ist das ein wunderschöner Highlighter. Ich mag den Unterton davon. Der ist so ein bisschen in die gelbliche Richtung. Sieht ganz süß aus, oder? Ihr könnt mir gerne mal in die Kommentare schreiben, was ihr von diesen ganzen Kollektionen haltet, die mit Marken zusammen entstehen. Ich sehe es auch bei Colourpop oft, dass ganz viele Disney, was ist hier passiert? Disney-Kollektionen und so rauskommen, und ich weiß ehrlich gesagt nicht, was ich davon halten soll. Also mit Cola finde ich süß. Ich liebe Cola Light. Ich trinke gefühlt, seitdem ich 12 bin, sehr viel Cola Light. Ich trinke aber im Moment ehrlich gesagt mehr Wasser. Ich habe meine Augenbrauen vergessen, Freunde. Das ist im Moment so ein bisschen schwierig bei mir. Ihr habt es vielleicht bei Instagram mitbekommen. Wenn ihr dieses Video seht, bin ich gerade in Hamburg und wir shooten die Kampagne für meine neuen Produkte. Und da muss ich natürlich ein bisschen vorproduzieren, weil ich will ja nicht, dass ihr kein Video habt. Deswegen bin ich wahrscheinlich ein bisschen late to the party. Alicia hat ein Video heute auch schon hochgeladen. Ich verlinke euch ihr Video einmal unten. Das ist ein sehr, sehr ausführliches Video und sie benutzt sehr, sehr viele Farben. Ich will euch aber hier einfach auch so einen ersten Eindruck von mir geben. Kommen wir zu den Pinseln. Ich zeige sie euch einmal ganz kurz. Kommt hier in so einer Verpackung. Ich mag auch die Pinsel von Morphe sehr, sehr gerne. Meines Erachtens nach hätte Morphe bei Pinseln bleiben können. No tea, no shade. Und hier sind einige Pinsel mit drin. Wirklich schöne, präzise Pinsel zum Verblenden. Wir haben einen Fanbrush für den losen Highlighter. Wir haben flache Pinsel. Wir haben große Pinsel. Also es ist wirklich eine Vielzahl an Pinseln dabei. Ich weiß, dass sich jemand von euch darüber freuen wird. Deswegen schaut unbedingt bei Instagram vorbei. Da verlose ich eigentlich das meiste. Und jetzt, Freunde, nach dem Highlighter kommen wir zur Lidschattenpalette. Und Instagram hat eine neue Funktion und ich habe euch dort die Produkte auch schon so ein bisschen geunboxt und ein paar Farben geswatcht. In der Palette sind
weiß ich nicht, wie viele Farben drin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 mal 3, 6, 12, 18. Sind 18 Farben drin. Und farbmäßig passend zu Cola. Ich hätte mir vielleicht noch einen Schwarz gewünscht oder so, aber wir haben so ein paar Topper-Shades, die sind richtig, richtig schön. Wir haben Glitzer-Shades, also die sind wirklich aus, ja, wie so Pailletten. Und wir haben viele, viele matte Farben, die mir farblich sehr, sehr gut gefallen. Ich würde vorschlagen, ich hole euch ein Stückchen heran und dann zaubern wir was Schönes auf den Augen. So, Freunde. Ich glaube, wir machen einen sehr, sehr Standard Maxim Giacomo Look, aber mit Rot. Und zwar nehme ich jetzt hier einen fluffigen Pinsel von BH und gehe in diese Farbe hier rein. Ich finde es ein bisschen schade, dass die Namen wieder hier auf so einem Plastikding stehen, weil mittlerweile kann Morphe das ja auch. Also sie können ja die Farben auf die Palette drucken und das ist kein Akt, Freunde. Das ist wirklich kein Akt. Es kostet, glaube ich, einen halben Cent mehr oder so pro Palette. Und ich gebe mir die Farbe The Real Thing jetzt einmal in meine Lidfalte als Transition Shade. Ich liebe ja Transition Shades, ne? Ich könnte den ganzen Tag eigentlich nur Transition Shades auf dem Auge tragen, weil ich finde, dass sie sehr gut zu meiner Augenfarbe passen. Also zu so grün und da sind dann diese klassischen beigefarbenen Transition Shades oder hellbraunen Farben eigentlich immer sehr gut. Die ist extrem pigmentiert. Sie hat ein bisschen Kickback, aber das finde ich nicht so schlimm. Was mich interessiert, Freunde, wie steht ihr zu Morphe? Also ich sage in meinen Videos immer, es geht immer nur um das Produkt und nicht um die Marke. Ich bin gerade ein bisschen überrascht von dieser Farbe, wie krass pigmentiert sie ist. Damit habe ich ehrlich gesagt nicht gerechnet. Ich wollte eigentlich eine etwas softere. Ich gehe jetzt nochmal so ein bisschen mit dem Braun hier oben rein und blende mir das hier aus. Und dann Natasha Denona is shaking, würde ich sagen. Falls ihr das Video noch nicht gesehen habt, schaut unbedingt mal hier in dem i vorbei. Das war so krass. Ich habe es geliebt, dass ihr es geliebt habt. Ja, also ist sehr, sehr intensiv. Habe ich nicht mitgerechnet. Also gar nicht. Aber das ist ja nichts Schlechtes hier. Ich nehme mir jetzt einen etwas fluffigeren Pinsel. Der ist von Morphe. Das ist der, steht nicht drauf. Und gehe hier rein. Das ist so ein rötliches Braun. Und das hat so ganz feinen Schimmer mit drin. Sieht zumindest so aus. Und das gebe ich mir schon mal so ein bisschen in die Lidfalte. Und verblende mir das dann hoch. Also die ist nicht ganz so krass wie gedacht. Ich nehme mal so einen kleinen Pinsel und baue mir das mal wirklich schön auf und verblende das dann auch gleich. Okay, der Pinsel muss ein bisschen fester sein, dann kriegt man hier auch gut Pigment aufs Auge. Hätte ich die Cola-Palette so gemacht? Ich glaube, ich hätte eine kleinere gemacht. Vielleicht wirklich nur mit 9 Farben. Das hätte fast schon gereicht, weil diese ganzen 1000 Brauntöne, die sind ja wirklich in jeder verdammten Morphe-Palette mit drin. Und irgendwann, glaube ich, hat man ja auch genug Farben. Was mich interessieren würde, wie sieht so ein Gespräch zwischen Cola und Morphe aus? Sitzen die dann da, trinken Cola und überlegen, welche Farbe hat die Flasche und dann packen wir die in die Palette? I don't know. Also auch die Farbe, wenn man sie gut aufbaut, sehr, sehr schön, sehr intensiv. Und ich liebe dieses Packaging. Es macht mich ehrlich gesagt nur so ein bisschen verrückt, dass das nicht so gleichmäßig ist. Ich dachte, das ist so ein Spiel, wo man die so verschieben kann und dann hat man das Design von der Palette. Aber so? Ich weiß nicht. Aber es fühlt sich gut an und die Sachen von Morphe sind ja auch verhältnismäßig günstig für die Qualität. Die sind schon meistens wirklich gut. Ist nett. Ist aber bis jetzt nichts Spektakuläres, weil Braun ist eigentlich immer ganz einfach. Ich überlege jetzt, gebe ich das Rot auf meine Cut Crease in mein Inner Corner? Ich glaube, Rot machen wir in unseren unteren Wimpernkranz, wobei vielleicht sehe ich dann krank aus. Ich weiß es nicht, Freunde. Egal wie der Look wird, es geht jetzt, glaube ich, eher einfach um die Produkte. Mir fällt jetzt gerade nichts ein, wie ich dieses Rot involvieren kann. Deswegen nehme ich jetzt nochmal den kleinen Pinsel, gehe in das Braun hier unten, das ist die Farbe Refreshing, und gebe mir das hier hin. Sehr schön. Also sie sind gut pigmentiert. Sieht tatsächlich 1:1 aus wie mein Natasha Denona Look, oder? Freunde, ich habe das Dupe gefunden. Per Zufall. Also, was heißt Dupe? Qualitativ? Ihr wisst, was ich meine. Natürlich nicht. Aber von dem fertigen Ergebnis ist es doch schon sehr nah. Okay. So sieht das Ganze wirklich schön aus. Ich nehme jetzt den flachen Pinsel und gehe
In das Rot hier, in das helle Rot. Kommt, wir sind jetzt mal mutig. Okay, krass. Und das presse ich mir hier auf mein Lied. Okay, Fallout. Okay, ja. Fallout, Fallout, Fallout. Aber, ich glaube, die Farbe auf eine feuchte Base könnte wirklich schön aussehen. Okay, definitiv, Freunde, macht unbedingt eure Base vorher. Ich weiß nicht, ob ihr es sehen könnt, aber es ist sehr rot hier gerade. Ich gehe jetzt hier in dieses Schimmer rein und gebe mir das hier mal mit drauf. Ew. Nee, wir bleiben bei Rot. Wir bleiben bei Rot. Das war nix. Also das Schimmer hat mit dem Pinsel jetzt hier nicht funktioniert. Wahrscheinlich muss man das mit einem Finger auftragen. Aber schon ein sehr intensives Rot. Ich blende mir das so ein bisschen in das Braun rein und mache mir so eine halbe Cut-Crease da draus. Ja, kommt gut raus. An meinen unteren Wimpernkranz gehe ich auch hier wieder in die Farbe Energetic und Refreshing. Also es ist definitiv Kickback unterm Auge, Freunde. Seid da bitte vorsichtig. Aber cute. Ich nehme jetzt denselben Pinsel und gehe in die Farbe Cool Story. Und das ist eigentlich eher so ein Topper, aber Freunde, so schön. Ich hatte ihn geswatcht. Der hat so blaue Reflexe drin. Und das ist eine Farbe, wegen der Farbe würde ich mir die Palette schon holen, weil so eine Farbe habe ich noch nicht gesehen. Schaut euch das an. Das ist so richtig icy. Richtig schön. Und gehe hier noch so ein bisschen in die Farbe Fizz rein. So, Freunde, so sieht der halbwegs fertige Look einmal aus. Finde ich ehrlich gesagt nicht schlecht. Ist jetzt aber auch nicht, wo ich sage, wow, okay, das hätte ich jetzt mit einer anderen Palette vielleicht nicht hinbekommen. Qualitativ, aber typisch Morphe. Nicht boom, nicht Also wirklich in Ordnung. Ich wollte heute meine rote Lippe ausprobieren. Ich habe hier von Banana Beauty die Farbe Oh Baby und dann nehmen wir den roten Gloss. Ellie hat den auch benutzt und das sah unglaublich krass aus. Der hatte eine extrem hohe Deckkraft. Ich möchte aber schauen, wie es aussieht mit dem Liquid Lipstick drunter. Und ich habe nur den tatsächlich auch als rot. Ich liebe die. Weil das ist auch dasselbe Rot wie der Nagellack, ne? Der wird jetzt wahrscheinlich die nächsten 3 Wochen auf meinen Lippen sein. Was ist? Wir schauen aber mal nach denen. Und ich hoffe wirklich, dass sie nach Cola schmecken. Ich glaube nicht. Kennt ihr? Oh mein Gott, ja. Kennt ihr diese Lipsmacker? Diese. Die gab es bei Nanunana, glaube ich mal. Haben Fanta, Sprite und Cola. Ich habe es geliebt. Ich habe die Dinger gegessen. Erklärt einiges. Hier sind einmal die 4 Lipglosse drin. Das sind so Minis, würde ich sagen. Also perfekt für die Tasche. Der sieht wirklich spannend aus. Das ist so ein, ja, durchsichtig. Dann ein Nude-Ton. Perfekt so für den Alltag. Das Braun sieht schon krass aus. Ich swatche euch einmal kurz das Braun, weil das hat so ein paar Reflexe drin. Auch das sah bei Ellie aber wirklich schön aus. Okay. Das über eine nudefarbene Lippe. Richtig intensiv. Riechen leider nicht nach Cola. Wir probieren jetzt aber mal den roten hier aus und das ist die Farbe Classic Babe. Ich mag das Füßchen nicht so gerne, weil es so klein ist, es ist so fipselig, aber der Effekt ist iconic gerade. So sieht das Ganze wirklich, wirklich cool aus. Es ist natürlich jetzt sehr viel, aber ihr kennt mich, ich will euch alles am besten auf einmal zeigen. Roter Nagellack, rotes T-Shirt, rote Brust, rote Lippen. Es ist, it's a lot, I know. Aber ich habe jetzt nichts, wo ich sage, nee, das war jetzt alles wirklich gut. Wie gesagt, ich mag die Schwämme einfach nicht, deswegen benutze ich sie auch gar nicht erst. Die Morphe-Pinsel sind gut. Die Lidschattenpalette ist süß. Wer auf dieses Thema steht, go for it. Es ist nichts, wo ich sage, nee, nee, nee. Die Highlighter gefallen mir wirklich gut. Ich finde nur, dass er jetzt so nach und nach ein bisschen schwächer geworden ist. Finde ich aber auch nicht ganz so schlimm, Freunde, ihr wisst das. Ich bin gespannt, was ihr zu dieser Kollektion sagt. Vielen Dank an Morphe für die Produkte. Vielen Dank an Cola. Die hole ich mir nämlich jetzt. Und vielen Dank an euch. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder.